Die AfD wird nicht müde, vor einer vermeintlichen Islamisierung Deutschlands zu warnen. Auch Parteichef Gauland betonte wiederholt: Als politische Doktrin ist der Islam mit einer freiheitlichen Staatsordnung unvereinbar. Insoweit gehört er nicht zu Deutschland. So steht es auch unmissverständlich im Grundsatzprogramm der Partei. Doch ausgerechnet ein Funktionär der Rechtspopulisten ist nun Muslim geworden. Arthur Wagner, stellvertretender Chef des AfD-Kreisverbandes Havelland in Brandenburg, konvertierte zum Islam. Der Fall sorgt für Aufsehen und das offenbar auch innerhalb der Partei. Schließlich steht man hier weiterhin zum eisernen Anti-Islam-Kurs. Von offizieller Seite heißt es jedoch, die Causa Wagner sei kein Problem, so AfD-Parteisprecher Friese. Er hätte demnach auch eine andere Religion wählen können.